Hundesport ist eine Sportart, die von Mensch und Tier gemeinsam im Team ausgeübt wird. Heute im Studio sind 4 Staatsmeister. Wer diese sind, das erfahren Sie, wenn Sie dranbleiben. Herzlich willkommen bei TV Mürz. Ich begrüße Sie zu einem weiteren Studiotalk. Diesmal geht es um den Hundesport und ich habe 4 Staatsmeister eingeladen in das Studio. Und zwar die Denise Berger und den Mario Erlacher und noch 2 Staatsmeisterhündinnen. Die heißen wie? Die Holly und die Maila. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Denise, es gibt einen Verein in Mürz-Zuschlag. Das ist der WIP Dogs Club oder Verein? Verein, genau. Ja. Und da seid ihr Mitglieder und drum seid ihr auch Staatsmeister geworden. Was macht der Verein? Wir sind grundsätzlich eine Hundeschule, bilden aus Hunde und natürlich auch die Hundeführer dazu. Von der Grundausbildung von dem Welpenkurs an und so wie es bei uns dann ist, bis hinauf zum Turnierhundesport, verschiedenste Sportarten. Wichtig ist, dass die Hunde beschäftigt sind und dass wir einfach ja, das Mensch-Hund-Team fördern. Okay, also verschiedene Sportarten. Mario, welche Sportarten? Breitensport, das ist hauptsächlich, was wir betreiben. Dann Agility, da haben wir noch die Unterordnung, um auch zum Trainieren. Und ja, das ist eigentlich das, was wir ausbilden bei uns. Ja. Okay, also ihr habt eine Hundeschule, gibt es beim Verein? Genau, wir haben die Hundeschule. Es wird einmal der BH-Kurs ausgebildet, den was eigentlich ziemlich jeder Hund machen sollte oder braucht. Allein schon, dass man weniger Steuern zahlt. Dann, und durch das kommen eigentlich die Leute immer weiter und sehen den Hundesport bei uns, den was ziemlich stark ausgeübt wird. Und ja, hoffentlich bleibt man dabei meistens. Okay, du bist dabei geblieben. Wir werden dann noch im weiteren Verlauf des Gesprächs hören, wie das gelaufen ist bis zum Staatsmeister. Denise, jetzt die Frage, wie bist du auf den Hund gekommen? Auf den Hund? Überhaupt. Also ich bin grundsätzlich durch die Familie, ich bin viel bei der Oma gewesen, da waren immer Hunde und Tiere und irgendwann bin ich daheim ausgezogen und wollte wieder halt ein Tier haben und ja, dann war der Hund irgendwann da. Das, also du hast gar nicht viel Hundefreizeiten erlebt bis jetzt oder doch? Ja, schon, weil es war halt, die Hunde waren bei der Oma. Okay. Ja. Und also ich habe selber nie einen eigenen gehabt, aber ich wollte halt jemanden haben und irgendwann habe ich mir einfach einen geholt. Das war eigentlich noch, ja. Hast du eine spezielle Rasse bevorzugt? Nein. Also Meiler ist ein Tierschutzhund und ist irgendwann einfach so in mein Leben getreten. Ja. Wie alt ist sie? Die Meiler ist 6,5 Jahre. Also du hast sie schon von Beginn an? Ich habe sie von Welpen an, ja. Okay. Mario, warum hat dich der Hund gereizt, fasziniert? Ja, bei mir, ich bin einfach nach der Unterordnung durch die Geräte und durchs Probieren einfach, ich habe schon einen Hund gehabt, der ist ja auch der gemütliche Hund. Und dann habe ich das gesehen, eigentlich beim Obmann, wie das funktioniert mit dem Hund und der hat ja einen super guten Hund. Und dann haben wir uns auch einen Border Collie genommen. Eben für das, dass wir auch Breitensport machen oder Sport mit dem Hund, wenn ich selbst sportbegeistert bin. Und so ist es gekommen eigentlich. Du hast Sport angesprochen. Das ist ja jetzt nicht für jeden geeignet quasi. Also es gibt viele Hundebesitzer, aber nicht alle betreiben den Hundesport. Warum fasziniert dich diese Art des Sports? Es ist einfach die Bindung zwischen Hund und Mensch. Du musst deinen Hund unter Kontrolle haben, du musst selber schnell sein. Und es kann alles gut gehen, du bist Erster, aber es kann auch ein Fehler sein und du bist Letzter. Und das ist einfach, was mich reizt. Ja. Wie lange braucht man so durchschnittlich, um den Hund so weit zu haben, dass man bei einem Turnier mitmacht? Ich meine, es ist unterschiedlich. Ich sage grundsätzlich, Hundesport ist geeignet für jeden. Also man kann ja, man muss jetzt nicht bei einer Staatsmeisterschaft starten. Wichtig ist, dass man einfach dieses gemeinsame Arbeiten mit Hund und Hundeführer in den Vordergrund stellt und dass einfach auch der Hund Spaß hat. Das Turnier
Das ist unterschiedlich. Man muss ja nicht gleich auf ein Turnier starten, um Freude am Hundesport zu haben. Bei uns ist es relativ schnell gegangen, weil wir einfach Hunde haben, die sehr schnell lernen. Wir machen aktiv Hundesport seit circa einem Jahr. Und ja, jetzt sind wir Staatsmeister. Ja, den werden wir natürlich noch auskosten, diesen Staatsmeistertitel. Den werden wir noch besprechen. Vielleicht noch ein paar allgemeine Dinge. Also jeder kann grundsätzlich mal zu euch in den Verein kommen, oder? Genau. Welche Voraussetzungen müsste man haben? Keine. Ein Hund. Ein Hund. War schon mal gut. Nein, nicht einmal das. Man kann auch gern zuschauen kommen. Einfach, was wir so tun und vielleicht begeistert das werden, einen Hund zu nehmen. Also er muss noch nicht Mitglied werden gleich? Nein. Er kann gern kommen. Er kann auch gerne mal mitmachen. Wir haben eine richtig super lustige Truppe und es harmoniert ziemlich gut bei uns im Moment. Also was ist das Mindestalter, wenn man zu euch kommen darf, kann? Vom Hund jetzt oder von? Vom Mitglied. Ich sage grundsätzlich, es gibt natürlich auch sehr junge Hundeführer, da sind halt dann die Eltern mit, aber da gibt es jetzt kein richtiges Mindestalter oder so. Bis zu einem gewissen Alter braucht man halt einfach Eltern mit, die ein bisschen mitschauen, ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich kann jeder kommen. Nach oben hin auch keine Grenze. Natürlich. Also es gibt auch Hundesportler mit 70, 80, die nur laufen. Das und es gibt auch einen mit 6 Jahren, der was Turnier gegangen ist. Genau. Das ist natürlich schon eine besondere Geschichte. Genau. Weil so ein Turnier ist ja nicht so einfach, wenn man den Breitensport ausübt. Ich habe schon eingangs erwähnt, Tier und Mensch bilden ein Team. Das heißt, der Hund läuft, hat seinen Parcours, aber der Mensch muss auch mitlaufen und mittun. Wie geht das praktisch? Im Breitensport ja. Okay. Also Breitensport ist gemeinsamer Sport von Hund und Mensch. Bei uns ist es halt so, dass die Zeit vom Menschen sozusagen auch mitgewertet wird. Also der Erste, der auf den Start geht, löst den Start aus und der Letzte, der im Ziel ankommt, beendet die Zeit sozusagen. Meistens ist der Mensch, weil der Hund ist einfach schneller. Okay. Okay, aber da gibt es keine Regel, keine Vorschrift eigentlich, wer zuerst startet, wer zuerst im Ziel ist. Also der Erste löst aus, der startet und der Letzte, genau, der reinkommt, genau, löst es auch. Und geteilt ist dann in die 4 Kategorien. Da haben wir erst die Unterordnung, Gehorsamkeit von Hund. Dann meistens ist dann ein Hürdenlauf, da läuft der Mensch und der Hund über die Hürde. Okay, über die gleiche? Über die gleiche Hürde, ja. Das ist in unserem Alter 40 cm hoch, 4 Hürden, eine Wendestange. Dann geht es weiter, dass man Slalom läuft, also eher Riesentorlauf, auf die 75 Meter im Sprint. Da muss man den Hund führen und halten können, dass der da bleibt und dort hinläuft, wo ich hin muss. Ne? Und dann kommt der Parcourslauf, was eigentlich das ist, wo sich eigentlich jeder Hund drauf gefreut. Weil da kann er über die Geräte laufen und der Hundeführer einfach nur Sprint hinten nach. Und beim Gesamtergebnis werden dann alle Teildisziplinen zusammengezählt? Genau, man startet mit einer Punkteanzahl in jeder Kategorie, zum Beispiel mit 100 bei Parcours. Und die Zeit wird dann abgezählt und das ergibt die Punkte. Mhm. Und jetzt sind wir gleich bei der Staatsmeisterschaft. Wo war die? In Enzersfeld. Okay. Und ihr wart das erste Mal dabei? Genau. Bitte, wie ist das möglich, gleich Staatsmeister zu werden? Viel Training. Und gute Trainer. Also ich muss sagen, ja. Die müssen wir jetzt erwähnen namentlich, bitte. Wer sind die Trainer? Der Rocco Amberger. Der Vereinsobmann? Ja genau, und die Barbara Amberger. Seine Gattin und stellvertretende Vereinsobfrau, oder? Genau. Oder Obfrau-Stellvertreterin. Genau. Obmann? Genau. Obmann-Stellvertreterin. So ist genau. So ist genau. Okay, also das waren eure Trainer. Genau. Waren und sind. Wir sind eigentlich ein Team, was wir jetzt zusammen trainieren. Okay. Wie lange habt ihr denn trainiert jetzt für diesen Titel? Für den Titel selber haben wir jetzt effektiv, kann ich sagen, ich 2 Jahre, glaube ich, trainiert. Wie oft? Wöchentlich? Wöchentlich, 5-mal. Es ist ja nicht nur am Hundeplatz trainieren. Du trainierst ja daheim einen Hund. Du musst ja, die Unterordnung muss passen, was eigentlich mein Hund eher schwierig ist. Mit mir. Erklär mir das ein bisschen näher. Unterordnung, was muss da sein? Was muss da passieren? Unterordnung ist im Prinzip die Gehorsamkeitsübung vom Hund, wo wir eine gewisse Länge auf Fuß mit dem Hund gehen müssen. Dort sagen wir Wendungen, dort sagen wir Winkel, dort sagen wir Positionen, also Sitzplatz, Steh, aus der Bewegung. Also das ist wirklich die Gehorsamkeitsübung. Hast du was zu ergänzen noch? Nein, das sehr, sehr gut funktionieren muss. Okay. Ja. Das ist schon ein Kriterium, oder? Ja, auf jeden Fall. Also mit einer schlechten Unterordnung ist. So schnell kann man nicht laufen.
Okay. Also der Hund hat dann natürlich einen Respekt vor seinem Hundeführer wahrscheinlich, weil sonst wird das nicht funktionieren. Oder Achtung, Respekt, sagt man da? Er muss die lesen können. Der Hund, der lest dich ja. Also der weiß, was ich für ihn will, wenn ich ihm ein körpersprachliches Zeichen gebe, was der Richter nicht sehen darf. Ja, okay. Ja. Merkst du einmal, wenn der Hund nicht gut drauf ist? Ich merke nur, wenn mein Hund, der will mehr laufen, als wir Unterordnung machen, dann ist es für mich schwieriger, weil er ist dann schon unter Spannung. Okay. Also er weiß natürlich dann, was kommt. Er weiß, wenn ich da zum Hundeplatz gehe, da ist, weiß da, was los ist. Aha. Und da muss er aber zuerst noch Gehorsamkeit machen. Boah, warum machen die das nachher? Nach dem Laufen? Das war für mich besser. Aber ist so vorgeschrieben? Ist vorgeschrieben, ja. Okay, also Unterordnung, gut. Die nächste Geschichte ist dann auch beim Turnier, der nächste Bewerb, haben wir gesagt, ist? Der Hürdenlauf, okay. Genau. Den trainiert man nur am Hundeplatz, oder? Den trainiert man hauptsächlich am Hundeplatz, aber auch zu Hause, weil man den Hund schicken lernen will. Das heißt, ich will noch vorschicken, ohne mich, um eine Stange, um und um und wieder 30 Meter zurück ins Ziel. Und da fange ich schon daheim ins Trainieren an, dass der weiß, lauf um die Stangen. Und wieder, lauf um die Stangen. Mhm. Okay, dann geht's weiter mit dem nächsten, mit der Disziplin oder Kategorie? Disziplin, genau. Das ist zum Beispiel der Slalom. Bei der Slalom ist mehr ein Riesentorlauf. Das sind 5 Tore plus Startziel, wo man sozusagen gemeinsam mit dem Hund durch den Slalom durchlaufen muss. Okay. Da kommt eine gute Unterordnung oft, hilft meistens, weil der Hund dann einfach schön bei ihm bleibt oder bei mir bleibt und mit mir durch die Tore läuft. Es gibt Breitensportler, die können die Hunde alleine durch die Tore schicken. Der Mario und die Holly machen das zum Beispiel. Oder unser Obmann, der Rocco, der macht das auch. Eher schwierig, aber wenn man es gut kann, kann man natürlich schneller laufen, weil man einfach ohne den Hund läuft. Also das zählt trotzdem zum Bewerb. Also man muss, freilich. Ja, es müssen nur alle Tore korrekt passiert werden. Ich laufe durchs erste Tor und sage Tor. Ja. Er läuft zu dem Tor. Okay. Dann biege ich links so und sage wieder zum Tor. Und dann kann ich mich besser aufs Laufen für mich konzentrieren. Okay. Also wenn der Hund neben mir ist. Ne? Mhm. Und dann gibt es zum Schluss dann die quasi Krönung. Genau. Den Parcourslauf. Ja. Und den macht ja Hund und Mensch. Genau, weil da laufe ich eigentlich seitlich, nehme die Geräte im Sprint mit. Der Hund nimmt alle Geräte und ich bin noch nie vor ihm im Ziel gewesen. Also der Hundeführer braucht das nicht? Nein, das ist die A-Wand, das ist ja... Das geht gar nicht. Genau, der Steg. Das ist einfach für Menschen nicht zu machen im Sprint. Nicht zu machen. Stimmst du dem zu? Ja. Okay. Ich muss dann immer schneller. Okay. Gut, ich sage, ihr seid Einzelstaatsmeister. Ich bin Vize-Staatsmeister, Mario Staatsmeister. Genau. Aber im Team, in der Mannschaft, seid ihr alle Staatsmeister. Genau. Und über diesen Titel und über diesen Bewerb sprechen wir nach einer kurzen Unterbrechung weiter. Am 31. Oktober wird Halloween gefeiert. Wir haben uns nach Neuberg begeben, um die Leute zu befragen, was sie von diesem Brauch halten. Von dem Halloween-Tag halte ich persönlich gar nicht viel. Nein, überhaupt nicht viel. Das ist so, das ist das Amerikanisierte, was da noch zu uns nach Europa gekommen ist, was so aufgebauscht worden ist. Und nein, davon halte ich gar nichts. Weißt du, was Halloween bedeutet? Ursprünglich? Keine Ahnung. Amerika. Es tut mir leid, aber mit diesen Dingen habe ich nie ein gutes Verhältnis gehabt. Warum? Weil das nicht in unserer Generation aufgewachsen ist. Ich gehöre zur alten Generation. Ja, da hat es das nicht gegeben. Krampus, ja, okay, und das war das, aber Halloween nicht. Alles, was von Amerika kommt, halte ich eigentlich nicht viel, muss ehrlich sagen. Und für die Kinder so ist das ja, auch nicht schon? Für die Kinder vielleicht ist es super, nicht? Wie mein Enkel noch klein war, hat es auch gepasst. Halloween ist amerikanisch und ich stehe nicht dazu. Hat sich das noch nicht eingebürgert bei uns quasi? Nein, eigentlich nicht. Also für mich nicht. Dieser Brauch, das ist eigentlich von auswärtig gekommen. Und es wäre wichtiger, wenn wir die Bräuche, die was wir im Inland, speziell bei uns regional in Steiermark haben, dass wir die ein bisschen vorantreiben. Ich glaube, das wäre weit vernünftiger. Wir sollen unser Brauchtum erhalten, ist mir weit wichtiger. Bei zum Beispiel Krampuslauf, Berchtenlauf, das sind unsere Sachen. Haben Sie selber auch irgendwelche Vorbereitungen für Halloween Zuckerl daheim, falls die Kinder kommen? Das haben wir alles. Mein Gatte macht das immer, das passt. Ja.
das habe ich immer vorbereitet, wenn die Kinder kommen, die kriegen schon was. Die haben schon andere Leckerli. Immer, Süßigkeit, immer. Das ist immer dabei, ja. Ja. Ich habe immer was zu Hause. Also, aber nicht, absichtlich für das habe ich nichts vorbereitet. Ich bin in den nicht aufgewachsen und ja, es tut mir leid. Viel Spaß für die Jugend. Wenn Sie Freude dran haben, kein Problem. Natürlich muss man auf die Kinder immer schauen, das ist ganz klar. Und wenn die Kinder vorbeischauen oder anklopfen, selbstverständlich macht man da ein bisschen Süßigkeit für die Kinder, ob das in Form von Zuckerschnitt oder Schoko ist. Das gehört ganz einfach für die Kinder dazu, speziell für die Kinder ist das dann wirklich ein Erlebnis. Ich habe selber zwei Buben und die haben da nie mit da und die haben auch nie da extra Süßigkeiten gekriegt oder irgendwo mit umgegangen, weil das ist nicht unser Brauch und Auspause. Wissen Sie, was Halloween bedeutet? Nein, eigentlich nicht so richtig. Mich hat das eigentlich nie interessiert, auch früher nicht und auch jetzt nicht. Naja, ein bisschen maskerieren und ein bisschen die Toten für ein Kram. Naja, die Geister, was weiß ich, nicht? Vertreibung der Geister. Ich glaube, es war ein keltischer Brauch, ne? Und das hat sich von den her aus so entwickelt, aber wie das genau funktioniert. Da habe ich mir zu wenig angenommen. Es ist gut, dass Herbst wird, aber der Rest ist mir ziemlich wurscht. Mir war lieber, dass wieder mehr zusammensitzen, die Leute mit den Altertumsbräuchen, die Kinder das wieder mehr beibringen. Und ich habe keine Süßigkeiten für andere Kinder daheim, nicht weil ich es nicht mag, sondern weil ich von Halloween allgemein nichts halt. Aber ich würde gern Kürbis schnitzen können, aber ich kann es leider nicht. Tja, weil wir gesehen haben, sind die Leute eher skeptisch diesem Brauch gegenüber eingestellt. Übrigens, woher dieser Brauch kommt, ist kurz erklärt. Aus dem keltischen Bereich, bereits 500 Jahre vor Christus wurde dieser Brauch gefeiert. Halloween bedeutet so etwas wie All Hallows Evening, also der Abend vor Allerheiligen. So, Bildungsauftrag erfüllt. Ich wünsche ein Happy Halloween. MZ.net, Ihr Internet-, TV- und Glasfaseranbieter in der Region Mürztal. Infos unter info@mznet.at. Bringen Sie Farbe in Ihr Leben mit Malermeister Naki. Ihr Partner für hochwertige Malerei, Sanierungen und alles rund ums Haus. Von der Innenraumgestaltung bis zur Fassadenverschönerung. Wir kümmern uns um alles. Spezialisiert auf Brand- und Wasserschäden, Schimmelbekämpfung und Setzungsrisse. Vertrauen Sie auf unsere kompetente Rundumbetreuung. Besuchen Sie uns in Mützzuschlag, Grazer Straße 55 oder rufen Sie an unter 0664 21 39 059. Malermeister Naki, wir freuen uns auf Ihren Auftrag. Im Elektrofachhandel EP Stadtwerke Mürz in der Wiener Straße 3 in Mützzuschlag erwartet Sie eine beeindruckende Auswahl an Unterhaltungs- und Haushaltselektronik sowie Spielwaren auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern. Wir führen erstklassige Produkte namhafter Anbieter wie KitchenAid, Miele, Dyson, Playmobil, Lego und viele mehr. Weiter geht's bei unserem Studiogespräch mit Tennis Berger und Mario Erlacher, Vize-Staatsmeisterin und Staatsmeister. Und auch eure Staatsmeisterhündinnen sind dabei, haben wir schon gesagt. Und ihr seid auch im Team Staatsmeister. Wie ist das abgelaufen? Wer ist da dabei noch? Bei uns im Team ist die Barbara noch dabei. Und es ist ein Kurzbewerb eigentlich. Jeder läuft eine Sektion, das heißt, wir starten zugleich eigentlich, also stellen uns gleich auf. Und Wir Staffellauf, genau. Wenn der erste Ziel ist, auf dem Pfiff, läuft der zweite weg und muss seinen Parcours meistern. Und man läuft eigentlich sich vor die Bahn durch die Bahn durch. Jeden, was man so sagen. Jeder hat seinen eigenen Hindernisparcours, den er okay, also laufen muss. Drei verschiedene Parcours, ja. Und die werden nacheinander gelaufen. Sie sind aber ineinander gebaut eigentlich, ne? Und jetzt seid ihr auch Teamstaatsmeister. Ganz ehrlich, habt ihr euch das gewünscht, erwartet, erhofft? Ja, erhoffen tut man es jetzt immer, aber...
Größte Konkurrenz war unser eigenes Team, das zweite Team. Aha, okay. Wie viel haben wir überhaupt teilgenommen, wie viele Teams? Wir haben zwei Teams stellen können. Nein, insgesamt. Also Teams waren glaube ich, 12 Teams. Ja, glaube ich. Aus mehreren Bundesländern oder aus Österreich? Genau, aus Österreich, ja. Okay. Muss man sich da qualifizieren, damit man überhaupt teilnehmen kann? Für die Staatsmeisterschaft grundsätzlich ja. Also man muss eine gewisse Punkteanzahl in der laufenden Turniersaison einmal erlaufen, um bei der Staatsmeisterschaft teilnehmen zu dürfen. Im CSC muss man einmal gestartet sein, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verdurch. Ja, muss es ist nicht so nicht ganz genau. Genügt schon dieser Einblick, dieser Überblick, genügt schon. Aber es ist jedenfalls, man kann nicht einfach so, jeder kann sich nicht einfach anmelden. Genau. Das geht nicht, also man braucht schon eine quasi Quali auf die Art. Ja, also bei der Staatsmeisterschaft ist ja auch der Vortag, ist ja eigentlich die Qualifikation für den Staatsmeisterschaftslauf am nächsten Tag. Wenn ich dort nicht unter die ersten 3 oder 4 war, kommst du am nächsten Tag nicht weiter. Dann bist du einfach ausgeschieden. Ne? War der Teambewerb nachher oder der Einzelbewerb? Der war am zweiten Tag auch vor die Bewerbe. Vor den Einzelbewerben, okay. Beachtlich, ja, ist ja ein gutes Gefühl, oder? Staatsmeisterin, also Vize-Staatsmeisterin und Staatsmeister. Na klar. Ja. Kann man schon. Ich meine, der wird natürlich super Prämien geben wahrscheinlich. Ja. Gibt's. Ja, Sportlerförderung haben wir beide gekriegt. Also jetzt scherzhaft gemeint, natürlich, da ist nicht zu, allzu viel kann man wahrscheinlich nicht verdienen. Nein, bei dem Sport. Nein. Reich wird man nicht. Ja, okay. Man investiert mehr, als was man bekommt, okay, also. Aber man bekommt dafür natürlich Erfolgserlebnisse und das sind auch einiges, kann man gar nicht ausdrücken jetzt in Euro oder in einen sonstigen Wert. Das ist was besonders Schönes. Ihr seid aber auch Trainer. Wie kann man Trainer werden? Was ist da für Voraussetzung? Ja, man muss mal die Kurse bei der ÖGV besuchen. Dann muss man Turniere gehen, dass man eigentlich wirklich Trainer werden kann bei der ÖGV. Du musst deine 5 Turnierstarts haben und du musst einen Hund in die höchste Stufe der Unterordnung bringen. Okay. Das heißt, da gibt es Klassen von 1, 2, 3 und die dritte Stufe muss man absolviert haben, dass man Trainer werden darf dann. Der ÖGV ist der österreichische Gebrauchshundesportverein? Ja, genau. Okay, ich glaube so ähnlich, gell? Ja, so ähnlich. Verband. Verband natürlich, weil es ja mehrere Vereine angehören. Wie war das bei dir? Du bist ja auch Trainerin. Warum hast du dich entschieden, Trainerin zu werden? Ich mache grundsätzlich selbst den Hundesport sehr, sehr gerne. Und das hat sich irgendwann so ergeben, dadurch, dass wir einfach eine Turniermannschaft geworden sind und sehr gerne mit den Hunden arbeiten, damit wir auch nicht immer angewiesen sein, dass jeder da ist. Sind wir einfach mehrere Trainer, die aktiv im Turnierleben sind. Also bei uns sind alle Trainer auch aktive Sportler. Und ja, naja. Irgendwann haben wir uns einfach in einen Kurs gesetzt. Klingt jetzt so, ja. Wir haben einfach die Voraussetzungen erfüllt. Wir haben die Hunde ausgebildet. Wir Interesse am Hund. Genau. Unser Wissen weitergeben, was wir eigentlich gelernt haben, finde ich, ist auch wichtig, ne? Ja, und ihr habt das ja praktisch und gemütlich, denn ich werde jetzt auch vom Rocco Amberger ausgebildet und er ist ja im ÖGV auch Referent für diesen Breitensport und für weitere Bereiche zuständig. Also er darf euch ausbilden und hat das auch gemacht. Er hat das auch gemacht. Und offensichtlich erfolgreich. Sonst wäre es nicht so weit gekommen. Aber das Wesentliche ist eigentlich, dass ihr mit Hunden gerne arbeitet. Was gibt einem das, wenn man jetzt erfolgreich mit Hunden arbeitet? Was bedeutet das für dich? Ich glaube, das weiß jeder Hundebesitzer, was ein Hund für einen selber wert ist. Also, das ist für einen alles, ne? Denke ich immer. Und der Hund dann mit mir, das läuft, er freut sich genauso wie ich. Also der kann das auch so auch ausdrücken? Der merkt das, ja, na klar. Wenn ich durchs Ziel laufe und freue mich voll, der Hund freut sich mit und der hat dann genau den gleichen Spaß wie ich dann, ne? Gibt es auch schwierige Phasen bei der Ausbildung mit der Hündin? Natürlich. Also Hundeausbildung ist eine einzige Berg- und Talfahrt und das ist für jeden eigentlich ganz wichtig, dass man auch, es tut einmal gut, einen Trainer sehen, wo man einmal etwas nicht funktioniert. Das klingt jetzt so blöd, aber das ist, ja. Es funktionieren auch mal Sachen nicht und das ist für gerade für Sportler oder wenn ich jetzt sage, gegen Turnierhundesport, muss ich auch mal sehen, es funktioniert nicht immer alles. Es ist ein Hund, es ist kein Sportgerät, was ich einschalte.
Und ein Hund ist nicht immer gut drauf, ein Hund funktioniert nicht immer. Und das, ja, mit dem muss man einfach leben lernen. Ich meine, du sagst es jetzt ganz ehrlich, so wie es ist, gibt es, hat es für dich einmal eine Phase gegeben, wo du sagst, jetzt höre ich auf, jetzt mag ich nicht mehr. Hat es durchaus gegeben, ja. Also ich habe eigentlich sogar einmal komplett aufgehört, bevor ich zu den VIP-Dogs gekommen bin. Ich habe meinen Hund nur in der Unterordnung ausgebildet und bin dann eigentlich zu den VIP-Dogs gekommen mit, ich will meinen Hund wieder beschäftigen, mein Hund ist ein bisschen fad im Kopf, ich will ein bisschen was tun. Und dann, ja, haben wir Gott sei Dank der Rocco und die Barbara ins Turnierleben ein bisschen reingestoßen und ja, es funktioniert. Mario, wie waren da deine Erfahrungen und Erlebnisse in dieser Richtung? Ist Turnier geschehen? Ja, überhaupt. Ob du da Phasen gehabt hast, wo es schwierig war? Da gibt es eigentlich jetzt zweite Turnier. Nein, es gibt immer Höhen und Tiefen, das ist klar. Das ist kein Ski, was ich wechsle und der geht. Das ist ein Hund, der läuft halt einmal woanders hin. Den interessiert gerade mal was anderes und dann muss halt dein Hund, die Bindung muss so groß sein, dass du den Hund herholst und trotzdem gern hast. Und er hat das auch dann tut, was du wieder willst. Ne? Welche Lebenserwartung haben die Hündinnen? Das kommt, ja, ich hoffe mal ewig, aber zwischen 12 und 14 Jahren. Und wie lange, bis zu welchem Alter kann man jetzt bei Turnier? Bis 10 Jahre kann man sagen, ein aktiv Turnier gehen kann, wenn der Hund verletzungsfrei ist, würde ich sagen. Okay. Und ihr habt jeweils einen Hund, also eine Hündin? Oder gibt es einen zweiten Hund auch daneben? Ist das auch möglich? Ich habe einen zweiten Hund, ne? Ja. Aber das ist halt mehr der Couch-Potato. Und ja, es ist genau der, ja, das Gegenteil von mir. Okay. Wie schaut es bei dir aus? Ich habe einen Hund. Okay, du konzentrierst dich auf genau. Die eine Hundin und das. Noch an. Es kommt natürlich bald die Ausbildung vom nächsten Hund, würde ich mal sagen. Ja. Ja, okay. Also, wenn man aktiver Turnierstarter ist, denkt man natürlich irgendwann über wieder einen jungen Hund nach, weil ich sage, die Meiler wird 7 im Februar. Wie lange läuft man dann Turnieren? Okay. Dann. Jetzt blicken wir abschließend noch in die Zukunft. Gibt es Wünsche, Vorstellungen, Ziele? Sportlich gesehen? Sportlich und auch in der Arbeit mit Hund natürlich. Ja, den Stoßmassetitel hat man gerne nochmal sichern, ne? Und ich würde mir auch wünschen, dass wir unser Team ausbauen können in einer Hundschule. Eben, weil es einfach das Team, Vereinswesen und Teamwesen mit dem Hund, das ist, ja, Hundeleute sind Hundeleute. Die haben einen eigenen Charakter und das passt, das harmoniert immer. Und man kann sagen, einen guten Charakter, glaube ich, so. Allgemein gesagt. Wie viele Vereinsmitglieder habt ihr zurzeit? Wir haben jetzt aktuell 50 aktive Vereinsmitglieder von Welpen, Ausbildung, Hundeführer bis zu aktiven Turnierstartern. Es ist alles dabei. Also sehr, sehr, sehr breit angelegt. Welche Wünsche, Ziele hast du für die Zukunft? Ja, ich würde gerne aus dem Vize-Staatsmeistertitel natürlich den Staatsmeistertitel machen. Natürlich, dass der Hund lang gesund bleibt und noch lang mit mir laufen kann. Und eben auch, dass unser Vereinsleben weiter wächst, so wie es jetzt ist, weil wir wirklich eine coole Truppen sind, die halt wirklich gemeinsam zu Turnieren vor Ort dort übernachtet, auf nach der Pizza zusammen ist, was auch immer. Aber es ist halt wirklich ein schönes Vereinsleben und das soll noch weiter wachsen. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Mögen eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bedanke mich sehr herzlich für das offene Gespräch und alles Gute für die Zukunft. Danke. Danke. Und bei den Zuseherinnen und Zusehern bedanke ich mich sehr herzlich fürs Dabeisein. Wenn Sie jetzt Lust auf Hundesport bekommen haben, es gibt einen Verein, VIP Dogs in Würzburg, und da sind Sie jederzeit herzlich willkommen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. DVM-Seherinnen und Seher, herzlich willkommen in unserer Rubrik Erinnerungen. Hier zeigen wir ausgewählte Beiträge aus den vergangenen Jahren. Je nach zeitlichen Spielraum werden im Anschluss an die aktuelle DVM-Sendung unterschiedlich viele Beiträge aus vergangenen Jahren gezeigt.
Freuen Sie sich also auf vergessene Schmankerl, auf Lustiges oder auf emotionale Einblicke in die Geschichte rund um Mürzzuschlag oder einfach auf schöne Erinnerungen. Viel Vergnügen! Zum bereits 11. Mal fand die lange Nacht der Museen statt. In ganz Österreich öffneten rund 680 Kulturtempel ihre Tore. Mit nur einem einzigen Ticket bestand für Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit, Kunst und Kultur auf einzigartige Weise zu ergründen. Auch in Mürzzuschlag war die lange Nacht der Museen ein Publikumsmagnet. Schon zum 7. Mal konnte man viele Besucher zu einer nächtlichen Kulturentdeckungsreise gewinnen. Ich denke, die Museen, die kennt man im Mürzzuschlag, die sind schon die Inhalte bekannt geworden, aber locken natürlich auch immer wieder Leute an, sie es noch einmal anzuschauen. Und das Zusatzangebot, das es nur an diesem Abend oder in dieser Nacht zu sehen gibt, das ist natürlich dann sozusagen ein bisschen unser i-Tüpfelchen drauf, dass die Leute wieder zu uns kommen. Wir sind hier im Kunsthaus. Was gibt es hier zu sehen oder zu hören? Wir haben um 19 und um 21 Uhr eine Lesung gehabt mit Walter Brettenhofer, der Texte der Künstlerinnen von Nahtlos Kunst Kindberg, der Lebenshilfe, gelesen hat. Ich wünsche mir Wurstsemmeln. Stars aus der Snowboard-Szene standen Rede und Antwort im Wintersportmuseum. Der langjährige ORF-Sportreporter Harald Müllner moderierte nicht nur diese Plauderstunde, er führte auch die Interviews mit der Weltmeisterin 2009 und dem Mürzzuschlager Spitzensnowboarder aus dem Blue Tomato Team. Marion Greiner setzt in wenigen Tagen, so hoffen wir doch, wieder auf Jagd nach Medaillen an. Eine Wintersportsaison steht vor der Tür, wo es gilt, Medaillen zu verteidigen. Marion Greiner, wie fühlst du dich denn? Wie bist du beisammen? Wie war die Vorbereitung? Nächste Woche, also am 10. Oktober, geht es ja schon mit dem Weltcup los. Genau, ja. Vorbereitung ist gut gelaufen, im Sommer gut trainieren können, in Graz unten im Fitnessstudio, Radfahren und alles. Wir waren schon am Gletscher, haben schon die ersten Neigenbretteln wieder getestet und werden jetzt einmal am nächsten Sonntag mit dem Slalom starten in Landgraf. Danach geht noch das Training weiter, es werden noch Bindungsplatten getestet und im Dezember geht es dann richtig los. Aber passt gut, bin gut drauf und freue mich auf die Saison. Snowboarder gelten ja als Individualisten, die sich eigentlich eher ungern in strenge Regeln pressen lassen. Wie hältst du das? War das auch für dich sozusagen der Anlass, auf diese Freeride-Tour zu gehen? Ja, das ist natürlich schon ein Punkt, der was nicht so unwahr ist, weil Freestyle-Snowboarden ist eigentlich ein Lifestyle-Sport und den sollte man mehr oder weniger auch so leben. War halt für uns immer so. Darum war es dann für uns gut, dass sie einerseits die FIS ein Ding gemacht haben und die DTA-Tour eben für uns dann mehr oder weniger gemacht worden ist. Und da sind einfach gewisse Regeln einfach nicht so streng. Deine Erfolge bisher waren? Ich bin zum Beispiel voriges Jahr österreichischer Vizemeister geworden und habe bei nationale und internationale DTA-Contests, Podestplätze errungen. Ja, und filme jetzt schon seit 2 Jahren für eine Filmproduktion und konzentriere mich auch viel mit Magazinen zusammenzuarbeiten und dass ich auch so bekannter werde. Auch die Stadtpfarrkirche öffnete ihre Pforten für die lange Nacht der Museen. Unter dem Motto Aug in Aug mit der Königin konnte die neue Orgel besichtigt werden. Erst am 10.10. um 10.10 Uhr wird sie zum ersten Mal erklingen. Eine Führung der besonderen Art gab es im Südbahnmuseum. Jean-Claude Friesenbichler-Filzmoser berichtete über alles, was sie schon immer ganz und gar nicht über Eisen und Bahn und beides zusammen wissen wollten und aber trotzdem erfahren werden würden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Jean-Claude Friesenbichler-Filzmoser. Arbeite für Dachbahn TV und helfe heute im Südbahnmuseum ein bisschen aus. Mache eine Führung durch die interessante Welt der Südbahn und darf Sie herzlich begrüßen. Da haben wir schon ein wunderschönes Exponat zu Beginn. Ein schönes weißes Pferd, das Reminiszenz an den Fleischermeister Dr.
Trummer, der den weißen Leberkäse erfunden hat. Das ist so passiert damals seinerzeit, dass ein Waggon voller Lipizzaner, der eigentlich für die Hofreitschule gedacht war, in Mützzuschlag stehen geblieben ist und dann haben sie ihn gleich übernommen. Ich sage, ein schwarzer Tag für die Hofreitschule, ein schöner Tag für die Gastronomie in Mützzuschlag. Ihr Jean-Claude Friesenbichler Filzmoser. Filmvorführungen und Konzerte am laufenden Band standen am Programm im Brahms Museum. Schumanns Fantasiestücke Opus 73 für Cello und Klavier mit Ronald Fuchs am Cello war ebenso gut besucht wie alle anderen Musikdarbietungen. Die lange Nacht der Museen, ein Erfolgsgarant nicht nur für Nachtschwärmer.